Schwestern Islam, die Frage ist, was macht man, wenn man im Ramadan in ein Land verreist, wo das Fasten später begonnen hat? Wir wissen, das Fasten ist abhängig, der Beginn des Fastens und das Aufhören des Fastens bestimmt sich durch zwei Dinge. Erstens durch die Sichtung des Mondes, zweitens durch den Ablauf des Mondmonats. Das heißt, der Schaban, das ist der Mondmonat vor Ramadan. Wenn der 30 Tage gewesen ist, dann ist der nächste Tag der erste Ramadan. Wenn wir 29 Tage vom Schaban haben und dann die Mondsichtung durchführen und wir sehen, der Mond ist der nächste Tag, was? Der erste von Ramadan. Der erste Fastentag von Ramadan. Weil dann beginnt der Ramadan, denn der Ramadan, der neue Monat, beginnt mit der Nacht. Der neue Tag beginnt nach islamischer Rechnung, ja, nicht mit ab 0 Uhr, sondern mit Beginn von Maghrib. Da beginnt der neue Tag. Maghrib bedeutet Sonnenuntergang. Wenn die Sonne untergegangen ist, beginnt der neue Tag. So, das heißt, wenn der Schaban 29 Tage gedauert hat und man sieht dann den Mond, dann haben wir den ersten von Ramadan. Der Prophet a.s. hat gesagt, Sumuli Ruyati wa Aftiruli Ruyati. Betet, wenn ihr den Mond seht, bei der Sichtung, also des Halbmondes, und berecht das Fasten bei der Mondsichtung. So. Und das kann manchmal variieren, je nachdem, in welchem Land man ist. Und es gibt sehr viele Gelehrte, die von Ikhtilaf und Matali reden. Das heißt, dass es Unterschiede gibt beim Aufgang des Mondes sozusagen, wann, wo der Mond gesichtet wird, aufgeht, erscheint. Auf jeden Fall, nehmen wir mal an, ich war jetzt in einem Land gewesen, wo ich einen Tag früher angefangen habe, und verreise in ein Land, wo sie einen Tag später mit dem Fasten begonnen haben, weil sie den Mond nicht gesehen haben. Das heißt, ich habe dann am Ende habe ich 30 Tage gefastet, aber da in dem Land, wo ich hingereist bin, haben sie erst 29 Tage gefastet. Warum? Weil sie erst einen Tag später angefangen haben. Ich habe 30 Tage gefastet, sie haben 29 Tage fast. Warum? Weil sie einen Tag später angefangen haben zu fasten. So. Wir wissen, der Mondmonat ist entweder 29 oder 30 Tage. Ich habe jetzt 30 Tage gefastet. Aber diese Leute, die jetzt 29 Tage gefastet haben in dem Land, wo ich hingereist bin, sehen den Mond nicht. Das heißt, sie fasten am nächsten Tag. Sie fasten am nächsten Tag und das Land, wo ich herkomme, hat das Eid. Und am Tag von Eid ist es verboten zu fasten. Es ist ein Tag, wo es haram ist zu fasten. Nicht makruh, haram. An den beiden Tagen von Eid ist es verboten zu fasten. Sowohl bei Eid al-Adha als auch bei Eid al-Fitr. Das heißt, in dem einen Land, in dem Land, wo ich herkomme, woher ich in das andere Land gereist bin, ich bin zum Beispiel von Deutschland nach Marokko gereist, nehmen wir mal an, in Deutschland ist Eid, ist das Fest, also Bayram auf Türkisch, und in Marokko, wo ich hingereist bin, haben sie einen Tag später angefangen zu fasten. Und da ist das Eid noch nicht. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Die Antwort ist, ich halte mich an das Land, wo ich hingereist bin. Ich faste also 31 Tage. Das ist ein Kriyas, ein Analogieschluss zu den Gebetszeiten. Wenn ich beispielsweise zur Zeit von Asr, später Asr, und dann fliege ich in ein anderes Land, ich habe das Asr-Gebet gebetet, und das Land, wo ich herkomme, hat schon Maghrib angefangen. Und ich komme dann in das Land, wo ich hinreisen will, an. Ja, in das beabsichtigte Land an. Und da ist noch kein Maghrib-Gebet. Was mache ich dann? Bete ich dann Maghrib, weil bei mir zu Hause jetzt schon Maghrib, also das Abendgebet, stattfindet, das Gebet des Sonnenuntergangs? Die Antwort ist nein. Und ich bete mit dem Land, wo ich angekommen bin. Und genauso fastet man mit dem Land, wo man angekommen ist. Eine Ausnahme ist, wenn man in ein Land fährt, wo es Hinweise dafür gibt,
dass mit den Fastenzeiten gespielt wird und Politik gemacht wird und dass diese Leute sich nicht wirklich an eine Mondsichtung etc. halten, sondern einfach nur gegen die anderen Länder, die den Mond gesehen haben, schon Politik machen. In diesem Fall bricht man das Fasten im Stillen, im Heimlichen. Wallahu ta'ala.